Manuel Prietl, nur 2-2 gegen den SC Paderborn. Was sind so die Gefühle nach dem Schlusspfiff, nachdem man ja wie ich eine knappe Stunde gut drin war, bis zu dem 2-2? Ja, wir haben, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Heimspiel gemacht, haben zwei blöde Dinge kassiert, haben aber sehr, sehr viele Chancen herausgespielt gegen eine richtig gute Mannschaft. Ich glaube, man hat heute keinen Unterschied gesehen, ob der 16. gegen den 4. spielt. Ganz im Gegenteil. Klar hätten wir in diesem Spiel 3 Punkte gebraucht, dass wir im letzten Spiel mit sehr, sehr viel Hoffnung rein hätten gehen können. Jetzt ist es so, dass wir natürlich von anderen abhängig sind. Die Relegation haben wir, glaube ich, sicher, was ich so bekommen habe. Aber es ist noch Resthoffnung da mit dem Auftritt von heute. Muss man in die letzten Spiele einfach reingehen. Das muss man mitnehmen. Das hat jeder gekämpft, das hat jeder gewollt. Dass am Ende dann wieder so ausgeht, ist natürlich sehr, sehr bitter. Es war, wie so häufig, wie auch in Karlslautern, wie in Karlsruhe, Top-Chancen, die klar bessere Mannschaft. Man vergibt sie und ja, durch individuelle Fehler bringt man den Gegner dann wieder ins Spiel. Ja, das ist ja Fußball. Fußball ist ein Fehlersport. Fußball, wenn keine Fehler passieren, passieren keine Tore. Das ist einfach so, wenn du hinten drin bist im Abstiegskampf, dann passieren halt immer besondere Gegentore. Das ist einfach so. Aber trotzdem, du kannst heute gar keinen Vorwurf machen. Jeder hat gewollt. Wir haben uns gegen Paderborn, glaube ich, 6, 7 Großchancen herausgespielt. Klar müssen wir die Dinger machen und klar wissen das die Spieler auch. Und ja, das zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Saison. Aber ich glaube, dass man heute der Mannschaft, glaube ich, gar keinen Vorwurf machen kann. In puncto Mentalität und auch die Tore, die wir rausgespielt haben, das waren wunderschöne Tore. Schade, dass es halt nicht gereicht hat für einen Dreier. Nach dem 2-2 hat man so gedacht, da ist so ein bisschen offensiv der Stecker gezogen, auch trotz der vielen Wechsel, die im Gegensatz zum Spiel jetzt in Lautern dann nicht mehr viel gebracht haben. Zum Schluss musste man sogar noch befürchten, dass man verliert. Ist das ein richtiger Eindruck oder was habt ihr selbst, wie ist gecoacht worden, erstmal den Punkt sichern, um auch mal die Relegation sicher zu haben oder auf volles Risiko zu gehen, hatte ich nicht den Eindruck. Nee, also wir haben jetzt von außen nichts gehört. Klar, wenn man jetzt weiß, dass der Gegner Regensburg gewonnen hat gegen Braunschweig, muss man schon auf Sicherung gehen. Da waren dann am Ende schon noch 2, 3 Dinge, die wir hätten wahrscheinlich nicht zulassen dürfen. Es geht auch nicht immer, dass von der Bank jemand kommt und ein Tor macht. Das ist uns oft gelungen in der Saison. Heute ist es mal nicht gelungen. Wir müssen den Punkt nehmen und dann sehen wir am Ende, was der noch wert sein kann. Jetzt spielt er dann in Magdeburg, kann man ja jetzt befreit auf Sieg spielen, anführen. Man muss ja nicht mehr taktisch einen Punkt holen, muss einfach siegen. Wir haben ja nur mal eine Möglichkeit. Das ist die Resthoffnung, die wir haben, in Magdeburg zu gewinnen und dann hoffen, dass einer von den anderen nicht gewinnt. Danke, Manu Prietl. Gerne.